Willkommen zurück bei FS17. Heute mal nicht auf dem Platz, Bro. Nee. Andere Location, ne? Ja. Heute geht's mal um FIFA-Talk. Wir reden mal ein bisschen um Fußballwelt, was so abgeht, was es für neue Themen gibt. Und natürlich diese ganze Transfer, es gibt. Cristiano Ronaldo bei Juventus. Warum nicht China? Warum hat er ausgerechnet die Serie A gewählt? Warum ist er in Europa geblieben? Ja. Und natürlich auch über Özil haben wir viele Themen bekommen von den Leuten. Hat sehr polarisiert in den letzten Wochen. Klar, die WM. Müssen wir auch nochmal drüber reden. Ja. Bestimmt. Dann lass uns nochmal anfangen, oder? Genau. Let's go! So, da sind wir wieder. Erstmal zu unserer Person. Wir sind FSN-Team. Mein Name ist Fulbert. Mein Name ist Vincent. Blackie, ja genau. Ich nenne eigentlich nur Blackie. Also wenn ihr Blackie hört, ich bin gemein, Bruder, ich bin gemein. Ja, Fußballtalk. Genau. Wir haben in den Portalen, Instagram, sozialen Netzwerken nach Vorschlägen gefragt. Haben auch viele Vorschläge bekommen, viele unterschiedliche Vorschläge. Ja. Aber was viel kam, war natürlich Özil und Thema, die Nationalmannschaft, genau. Ne, und die WM. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, wir bin ja natürlich auch über Cristiano Ronaldo reden. Ronaldo, ja. Wechselt, das hat auch da war ja auch noch was, ne? Da war ja auch noch was. Ja, wir haben viele Themen. Fangen wir am besten mit Özil an, ne? Mit Özil ist gut. Ja. Jawohl. Erstmal zum Özil würde ich auch mal sagen, dass wir erstmal den Hintergrund sagen, ja, von dem Hintergrund erzählen. Mhm. Es war so, dass Özil und Gündoğan ein Selfie mit Erdogan, mit dem Präsidenten, mit dem türkischen Präsidenten gemacht haben. Und das Selfie hat natürlich polarisiert in Deutschland. Viele haben daraufhin gefordert, dass Joachim Löw Özil und Erdoğan nicht mitnehmen zu werden. Was sagst du grundsätzlich zu dieser, dieser Forderung? Sollte man Özil daheim lassen? Özil und Gündoğan? Ich sage, ich bin gespaltener Meinung, ganz ehrlich. Mhm. Am Anfang, als ich das Thema mitbekommen habe, gesagt, also, man muss doch jetzt nicht so ein Thema draus machen, ne? Also ich hätte sie beide mitgenommen, ganz ehrlich. Ja. Und das ist ja ist auch so meine Meinung gewesen. Was ich auch sagen muss, im Endeffekt von den Personen, von den Fußballern, ne, sind irgendwo auch Vorbilder, Gündoğan und Özil sind Vorbilder. Natürlich. Und da kann es auch nicht sein, dass sie dann sehr lange schweigen. Mhm. Man hat gemerkt, auch schon im Testspiel vor der WM, dass die Fans, also haben eben die beiden Personen ausgepfiffen und es wurde halt sehr unruhig. Und, ja. Um das Thema abzuschaffen vor der WM, hätte ich es gut gefunden, wenn eben Gündoğan und Özil ein Statement abgeben und sagen, hier, das wurde ja auch in der gewissen Hinsicht auch gemacht, ein bisschen von Gündoğan zumindest, von Özil ist nach der WM, Gündoğan hat sich hingestellt. Ja, was ich auch sagen muss, auch vom Zeitpunkt her, ne, es war ja auch der Wahlkampf von Erdoğan, dass da müssen, so Stars wie die beiden, die haben auch Berater, die haben ziemlich viele Berater, deshalb eben... Stimmt, Emre Can hat es zum Beispiel abgelehnt. Genau, Emre Can war klug und gut, fand ich mit dabei bei der WM. War zwar nicht mit dabei, aber er hat es echt klug gemacht, aber es wurde so viel geredet. Ja, okay, wie gesagt, danach kam ja auch, viele haben dann nach dem Statement der Nationalmannschaft gehofft, kann da erstmal gar nichts. Es hieß, es wäre alles schon intern geklärt worden und nimmt die beiden mit. Ja. Natürlich, Özil ist natürlich auch ein Superstar, schon ein Weltklasse-Spieler. Ja. Ja, aber bei der WM, erstes Spiel gegen Mexiko verloren, Stammspieler. Ja. Zweites Spiel nicht dabei gewesen. Deutschland gewinnt gegen Schweden. Ja. Was sagst du aber dann zum Spiel Deutschland gegen Südkorea? Südkorea. Das hat man ja verloren, ne? Ja, haben sie verloren. Auch. Aber ich glaube, ohne Özil ab Startelf, wenn ich mich recht erinnere. Ohne Özil. Das war mit Khedira und so, haben dann wieder gespielt. Aber ohne Özil im Startelf, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Und das ist auch so ein Fall. Es gab ja, also da hat der Hummels die Riesenchance gehabt und Werner. Und da hat die Vorlage der Özil gegeben. Jetzt stell dir mal vor, die Pässe kommen perfekt an, Werner oder Hummels machen eben das entscheidende Tor oder Deutschland gewinnt. Meinst du im Nachhinein, also keine Ahnung, ob jetzt vielleicht Deutschland weitergekommen wäre, ist jetzt mal dahingestellt, aber
Ja, oder hätte jetzt Deutschland, sagen wir mal, Deutschland hätte jetzt besseres Turnier gespielt. Meinst du, im Nachhinein wäre da noch viel geredet worden über Özil? Oder stell dir vor, die wären jetzt Weltmeister. Natürlich, das stimmt, das stimmt. Aber ist wie das, es halt nun mal in der Geschichte genau. ist, darf man nicht über das Band reden. Genau, nein, aber, Du hast es recht, wurde klar. halt immer gerne einen Sündenbock gesucht. Und das war halt, in meiner Hinsicht, war das dann auch Özil. Und, ja, natürlich. Das ist mir zu einfach zu sagen, ja, nee, Özil war dran schuld. Aber man muss auch grundsätzlich sagen, dass die Nationalmannschaft viel drumherum dann geredet hat, Gründe gesucht hat, wo eigentlich keine Gründe gab. Einmal war es wegen Hotel, dann war das und das. Ja. Aber wirklich das Spielerische hat man nichts gesehen. Kann man sagen, dass, die erfahrenen Spieler, die sind ja schon zufrieden, die sind ja schon Weltmeister. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist. Wenn man Weltmeister ist, ist vielleicht mal dann gesättigt. Siehe Spanien, letzte WM, untergegangen. Aber vielleicht ist es jetzt bei Deutschland so. Viele haben ja gefordert, warum lässt man die Jungen nicht spielen? Sané, ein Beispiel. So, Ferdinand. Ferdinand hat sich ja aufgeregt, warum Sané nicht spielt. Was sagst du denn dazu? Also ich muss sagen, klar, er ist beste Nachwuchsspieler der Premier League. Er hat auch, habe ich auch nicht gewusst, die besten Scorerpunkte im ganzen also im Deutschland-Team hat Sané klar für England, für Man City die besten Scorerpunkte gesammelt. Aber trotzdem war der in der deutschen Nationalmannschaft nicht überzeugend. Aber wer war denn überzeugend in den ganzen Vorbereitungsspielen? Wer war denn überzeugend? Das stimmt auch wieder. Letzte Vorbereitungs-Testspiel gegen Saudi-Arabien. Müssen wir glücklich sein, dass wir da nicht 2-2 bekommen gegen Ende. Also Weltmeister. Aber da hätte man es auch erkennen können, dass etwas nicht läuft. Ja. Ne? Ja. Aber wie gesagt, Özil ist nun mal jetzt der Sündenbock. Aber Özil hat dann nach der WM, viele sagen sehr spät, sein Rücktritt. Ich muss sagen, es war auch gegeben. Es war auch besser so. Es war wirklich besser so, dass er wirklich Klarheit geschaffen hat. Ich finde es schade, weil Özil finde ich ein guter Spieler. Wie viele Vorlagen haben schon gegeben? Ich glaub, zu viele. Zu viele. Aber fehlt Deutschland jetzt Nummer 10? Ein Stratege? Ja, fehlt schon, aber ich denke, dass da noch einiges nachkommen wird. Natürlich. Ja, also Deutschland natürlich. Die Mannschaft hat eine gute Jugendförderung, aber das dauert auch alles. Aber was ich jetzt zum Beispiel gesagt bekommen habe, also war ja, dass Özil nur frühzeitig seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, weil er nicht wollte, dass die Nationalmannschaft ihn praktisch. Ah. Weißt du, was ich meine? Es hieß ja, Ego ein bisschen mehr. Genau, es hieß ja, Deutschland braucht einen großen Umbruch, dass viele Jugendspieler spielen. Deswegen werden natürlich etablierte Spieler gehen müssen. Und Özil, also ich glaube, es ist jedem bekannt, dass Özil auch zu diesen Spieler gehört. Allein wegen dem Hintergrund, dass jetzt sowas passiert ist. Und da finde ich es persönlich natürlich auch, ich finde es cool, dass der auch mal sagt, so geht es nicht weiter. Und seitdem hat er wieder dieses Thema Rassismus natürlich groß rausgebracht. Echo Fresh bringt ein Lied raus. Das Lied, wo er sogar über Özil spricht. Ja. Das ist jetzt schon ein großes Thema in Deutschland, aber wie gesagt, man kann meiner Meinung nach nicht sagen, dass Özil der Grund dafür ist, dass wir da rausgekommen sind. Überhaupt nicht. Also gerade eben Wir wurden Letzter in der Gruppe von Südkorea und Mexiko. Also, das ist doch wirklich. Das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß doch, es wurde ja. Wir wurden Letzter, Mann, was ist denn hier los? Bei der Auslosung, weiß ich noch, bei der Auslosung bei der WM, haben wir nicht glückslos. Haben wir nicht erzählt, Deutschland wieder Weltmeister. Südkorea, also da dann Letzter zu werden. Das kann nicht sein. Nee, ich glaube, es lag an dieser Mischung. Einmal auch ein Thema Neuer, ne? Ich sag auch mit Neuer, dass er dann die Nummer 1 wurde. Es tut mir leid, Neuer war der beste Mann. Ja, natürlich, aber es wurde trotzdem viel geredet. Es wurde auch sehr viel geredet drüber, dass alle Spieler sind fit, alle Spieler sind da, nur Neuer, kriegen wir das denn hin, Neuer fit zu bekommen für die Welt? Aber Neuer war der beste Mann. Ja, er war fit. Das kann doch nicht sein. Aber trotzdem, das ist genau das Problem, weil eben die Medien das auch so aufpushen. Es war Neuer das Thema, es war vielleicht das Hotel, dann war es mit Özil und das war doch viel zu viele Themen vor der WM. Die WM hat doch gar nicht angefangen. Stimmt. Und das da dann. Es wurde sogar ein Hotel gewechselt. Joachim Löw macht noch seinen Jogging-Tour. Genau, das. Mit Sonnenbrille, alles da. Ne? Hat dann. Ja.
Aber machen gute Figuren. Ja, auch gut trainiert, glaube ich. Ja. Ja, also, und dann auch mit Sané, auch noch ein Thema gewesen vor der EM, dass er, dass der ja, Jogi Löw eben Sané nicht mitgenommen hat. Wahnsinn. Alles so Themen, die Wahnsinn. Gift waren dann für Wahnsinn. Das deutsche Team. Und das Ergebnis hat man ja gesehen. Letzter Platz, ich kann es nur wiederholen. Letzter Platz, genau. Aber wir, so dann irgendwann bei der WM. Mhm. Frankreich. Ja. Aber ich, also wenn ich ganz ehrlich bin, das war ein sehr dreckiges WM. Dreckig. Also ja. Taktisch das stimmt. Kann man sagen, das ist ein, also es war ja ein WM. Ich finde, es war ein WM für Italiener. Wäre Italien dabei gewesen, wäre meiner Meinung nach Italien Weltmeister. Schön defensiv bleiben und kontern. Ja. Genau so hat Frankreich es geschafft. Spanien wird geschlagen von Russland. Ja. Gefühlt Russland 80% Ballbesitz Spanien liegt drauf. Das kann ja, also das war ja. Also. So Bruder, das war's. Fußballtalk zum Thema Özil-Debatte und WM-Analyse. Genau. War eigentlich ganz gut fürs erste ich Mal. Ich denke auch fürs erste, haben wir es gut gemacht. Bitte schreibt, ja klar, sachliche Kommentare, Kritiken und mehr. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen uns auf jeden Fall auf eure Feedbacks freuen. Genau. Eure Feedbacks und vergiss natürlich nicht, das muss man sagen, stimmt. Muss man natürlich sagen, ja. Vergiss natürlich nicht, uns zu abonnieren. Genau. Was ist denn hier los? Der Link ja, ist und, unten in der Beschreibung. Instagram-Account, das findet ihr auch dort unten in der Beschreibung. Und yes. Ja, Bruder, ich würde sagen, let's go. Das war's heute, gell? Yeah. Cut.